Michael, vielen sind deine Videos ja bereits aufgefallen, haben sie gesehen. Und wenn jetzt so ein Unternehmen als Arbeitgeber sich positionieren möchte, vielleicht auch mit einer Arbeitgebermarke, was können die denn tun, um wirklich überzeugend rüberzukommen? Manchmal, klar, kommt das vom Chef natürlich, der sucht für sein Unternehmen neue Mitarbeiter. Vielleicht werden Dinge auch mal gesagt, behauptet, wo vielleicht, naja, wo man merkt, das ist ein bisschen sehr ambitioniert. Ich rate immer dazu, ein klein bisschen normaler zu sein, nicht ganz so, nicht übertreiben. Und vor allen Dingen, was ich sehr cool finde, was immer mehr Mitarbeiter gerne machen, dass die auch mal mitwirken. Ja? Denn man kann auch damit einen Mitarbeiter erstens motivieren, man kann zweitens zeigen, hey, bei uns können auch die Mitarbeiter mitmachen, angenommen bei so einem Video. Und das Dritte ist einfach, es wirkt einfach glaubhaft, weil der Mitarbeiter kann sagen, hey, wir suchen neue Kollegen, hast du Bock, sage ich jetzt mal ganz schlicht, ja? Hast du Lust, hier mitzumachen? Und ich finde das ganz gut, wenn so eine Mischung ist, Arbeitgeber und Mitarbeiter, wenn die sich äußern und ein paar Arbeitsszenen zeigen. Und das ist es eigentlich, mehr braucht man gar nicht, ne? Ja, manchmal überzeugt die Realität am allerbesten. Und wenn jetzt so ein BVMW-Mitglied hier in der Region oder in der Region Düsseldorf sagt, Mensch, finde ich ganz interessant, aber so richtig überzeugt bin ich noch gar nicht, ob das das Richtige für mich ist. Was kannst du denn da machen? Hast du ein Goodie dafür? Ja, viele wissen ja, dass sie eigentlich ein Video brauchen, aber trauen sich noch nicht so richtig. Also ich bin bereit für BVMW-Mitglieder aus dem Großraum Düsseldorf zu sagen, ich komme mal für eine Stunde raus, nehme die Kamera mit, wir filmen mal ein paar Produktionsvorgänge oder handwerkliche Vorgänge und ich nehme mal den Chef auf oder einen Mitarbeiter, dass wir einfach mal gemeinsam draufschauen können und sehen, macht das Spaß, sieht das gut aus und da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Wunderbar.